Lieben und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Blood and Wine. Wir müssen jetzt zur Herzogin wieder und das alles zusammenfügen, zusammentragen, was wir eingesammelt haben. Wir haben jetzt ein Einhorn gezähmt. Da haben wir einen ersten Hinweis und ein Goldfisch. Hallo. Schwimmen Sie. Muss mal die Herzogin wieder suchen. Ich hoffe, die hat ihren Job auch gut erledigt. Genauso wie wir. So. Ach, wunderbar. Angelt ihr mal noch ein bisschen. Das ist doch zwecklos. Bei dem Licht sind sie doch. So, Einhorn. Was soll denn das sein? Oh, ich kann aufsitzen. Ach, wie geil. Also nehmen wir einfach mit zur Herzogin. Da wird sie gucken. Da wird sie bestimmt gucken. Aus dem Einhorn ist ja immer so ein bisschen. Im Effekt ist ja einfach nur was drauf. Okay. Immer Arbeit. Niemals kurzweil, was, Hexer? Oh, ne? Hey, ja. Nicht, dass plötzlich jetzt eifersüchtig wird. Aber. Sollen sie dich auch so lausig? Wenn du geruhst, Herrin? Ich geruhe nicht. Ich handle aus höchster Notwendigkeit. Erklärungen gibt es später. Aber es ist gegen die Regeln. Ich bin die Regeln. Geralt, endlich. Hab einen Schlüssel und einen Hinweis. Ich habe auch einen. Zeig mir deinen. Wer hat diesen Plunder geschrieben? Am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab. Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Was, am Anfang hält dich das Ei in der Mitte auf Trab? Dann folgt die Maus, der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab? Bauernhof? Palastspeisekammer, Treibhaus, Tierpark, keine Ahnung, wo er sich versteckt. Der man zuerst einen Hut für den Kopf mitgab, ist voll bescheuert eigentlich. Das bin ich wahrscheinlich total falsch. Einfach ein Treibhaus, Tierpark, Palastspeise, mach mal Bauernhof. Vorne Eier, hinten Mäuse. Vielleicht ein Bauernhof? So ein Quatsch. Speisekammer. Ein Ei in der Mitte hält uns auf Trab. Ein Ei in der Mitte von Trab. Treib! Und eine Maus, die zuerst einen Hut auf Treibhaus. Den Kopf trägt. Ah. Am Anfang. Ah. Treib und Haus. Treibhaus! Ausgefuchst. Das hört sich gut an. Es gibt mehrere Treibhäuser im Garten, aber nur eins kann man abschließen. Und der Schlüssel, den wir gefunden haben, sieht ganz richtig aus. Also das Treibhaus. Auf geht's. Auf geht's. Oh, schlaue Lady. Nee, da wäre ich jetzt, glaube ich, nicht drauf gekommen. Es war schon gedacht, warum Treibhaus, aber gut. Warte hier. Zum Lappen! Was war das? Sportlich, mein lieber Geralt. Spannend!
Ich bin hier. Ist das vielleicht deine? War sie mal. Aber behalt sie nur. Ich habe eine neue. Ich kenne dich nicht. Ich habe dir nichts getan. Du schlachtest zuerst eine Bruxa, die mir lieb ist. Und dann stellst du mir nach. Warum? Du hast 4 unschuldige Menschen umgebracht. Mindestens. Und du? Wie viele Unschuldige hast du auf dem Gewissen? Unschuldige eigentlich keine, würde ich sagen. Aber hier geht es eigentlich nicht um mich. Ich töte keine Unschuldigen, aber Mörder, gewiss. Ich bin bald fertig. Mir fehlt nur noch einer. Und du, wenn du mich nicht in Ruhe lässt. Und wenn du fertig bist, ziehst du weiter und tötest anderswo? Nein. Ich beabsichtige zu leben. Bis an mein seliges Ende. Das heißt, wir müssen kämpfen, oder was? Schoss aber nicht schön aus. Ich lasse dich nicht noch mehr töten. Oh, jetzt sind wir schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Ich hab ja wieder gar nichts. Das heißt, ich muss eigentlich dann auch wieder wahrscheinlich wie die andere Bissnäher, oder? So, auf den Knurren. Ist jemand tot? Nee? Solltest bleiben, wo du warst. Regeneriere. Ich weiß, dass du in Schwierigkeiten bist. Ich kann helfen. Ich helfe mir selbst. Nein, er ist mein Freund. Was? Hallo, Geralt. Regis? Alles in Ordnung? Alles gut. Alles in Ordnung. Solche Wunden heilen bei Vampiren im Handumdrehen. Aber es ist ewig her, mein Freund. Jedenfalls in menschlichen Zeitdimensionen. Wie ist denn das möglich? Als ich dich zuletzt sah, warst du... Ich war ein blubbernder, konturloser Fleck. Spektakulär mit einer Säule in einem gewissen Palast verschmolzen. Meine Verfassung hat sich ein wenig verbessert, wie du siehst. Ich bin nicht in Höchstform, bewahre. Aber wäre ich ein Mensch, würde ich wohl als Halbgott durchgehen. Es tut mir leid. Was geschehen ist, war meine Schuld. Ich hatte noch keine Gelegenheit, mich zu entschuldigen. Das musst du nicht, Geralt. Es ist vorbei. Niemand hat mich gezwungen, dich auf diese Expedition zu begleiten. Jetzt bin ich ein klein wenig überrascht. Wie hast du dich regeneriert? Eine bemerkenswerte Regeneration. Wie hast du das gemacht? Ich bekam Hilfe. Von dem, den du jagst. Von ihm? Wie das? Und was hast du all die Jahre gemacht? Das ist weder der Ort noch die Zeit für diese Geschichten. Ich nehme an, wir können uns später in Ruhe unterhalten. Jetzt müssen wir uns mit dem Grund unseres Hierseins befassen. Der Mörder, den ich jage, offenbar kennst du ihn? Was bringt dich nach all den Jahren wieder her? Also offenbar kennt er ihn. Ja. Der örtliche Serienmörder hört also auf dich. Vielleicht kannst du ihm ja ins Gewissen reden, damit er aufhört. Was glaubst du, was ich hier mache? Es wird sicher nicht einfach. Detlef kann recht stur sein. Aber gewiss entsinnst du dich, dass ich auch nicht so schnell aufgebe. So heißt er also. Und er ist dein Freund? So kann man es nennen. Allerdings ist Detlef, wie würde ein Mensch sagen, animalischer als ich. Aber keine Sorge, wir arbeiten daran.
Ihr habt es ja noch nicht sehr weit gebracht. Er hat einen Ritter getötet, seit ich eingetroffen bin, und davor mindestens drei andere. Es dürfte handfeste Gründe gegeben haben. Detlef ist kein dekadenter Milchbart, der tötet, weil es ihm Spaß macht oder um sich die Kehle zu netzen. Welche handfesten Gründe sollte das sein? Wie kannst du dir da so sicher sein? Seine Motive sind mir einerlei. Die Gründe möchte ich schon gern wissen. Was hat er denn deiner Meinung nach für Gründe? Das will ich herausfinden. Dann werde ich ihn überzeugen, wie falsch sein Vorgehen ist. Scheinst ihm ja einiges zuzutrauen. Es sieht zwar nicht so aus, aber ihr zwei seid euch recht ähnlich. Ihr habt edle Herzen, aber ihr neigt zu weniger edlen Taten, wenn die Umstände euch zwingen. Weißt du noch, 964? Das ist 300 Jahre her. Die Angst ging um in Rivien, Lyrien und Spalla. Frauen und Kinder starben, ihre zerstückelten Leichen bedeckten die Felder. Die Bestie von Lyrien, ich habe davon gelesen. Fast 200 Leute hat sie umgebracht, bis sie angeblich irgendeinen vom Propheten gesegneter Wilderer mit einem Dolch erledigt hat. Detlef hat sie erledigt. Dann stieß er auf einen Wilderer, der im Unterholz bei seinen Fallen schlief. Er warf ihm den Kadaver der Bestie vor die Füße und die Legende war geboren. Vampire helfen Menschen selten. Er muss eigene Gründe gehabt haben, die Bestie zu töten. Du irrst. Er tat es nur aus einem Grund. Sie hat einen Jungen getötet, der Detlef einst auf der Straße einen Apfel hatte schenken wollen. Nein, wie edel. Du hast kein Altruismus-Monopol, mein Freund. Vilgefortz hat mich eingeschmolzen. Detlef fand meine Überreste. Nach unserem Kodex hätte er die Wahl gehabt, mich zu lassen, wo ich war, oder sich um meine Überreste zu kümmern. Er entschied sich für das Zweite und regenerierte mich mit seinem eigenen Blut. Das ist kein kleines Opfer, falls du ermessen kannst, was es für einen Vampir bedeutet. Vermutlich bedeutet es für euch dasselbe wie für uns. Du schuldest ihm dein Leben. Noch viel mehr. Wir wurden zu Blutsbrüdern. Und dieses Band ist stärker, als Menschen es sich vorstellen können. Darum weiß ich, dass etwas nicht stimmt. Dein Empathievermögen war schon immer überentwickelt. Jeder Vampir hat ein besonderes Talent, das er im Laufe der Jahrhunderte immer weiter verfeinert. Dadurch sind Vampire auch so schwer zu klassifizieren. Detlefs starke Seite ist der Gruppeninstinkt. Er zieht die Gesellschaft niederer Vampire der von Menschen vor. Wenn er also unter euch wandelt und mordet, dann muss ihn etwas aufgebracht haben. Und zwar sehr. Was könnte ihn denn aufgebracht haben? Gibt es da was Bestimmtes, das ihn so in Rage gebracht haben kann? Wie soll ich das erklären? Detlef versteht weder Menschen noch ihre Welt, ihre Regeln oder Konventionen. Er ist gewissermaßen naiv. Er weiß nicht, was Lügen und Täuschen bedeutet. Er ist also schlecht angepasst und übt jetzt Rache? Jedenfalls kann mangelnde Anpassung zu Konflikten führen. Aber diesmal? Ich weiß es nicht. Aber ich werde es herausfinden. Ich muss ihn finden, bevor ihn etwas noch mehr aufbringt und Beauclair in Blut versinkt. Dann haben wir ja ein gemeinsames Interesse. Wie in alten Tagen. Nicht ganz. Wenn ich ihn finde, dann... Ja, du hast einen Auftrag. Aber eigentlich sollst du das Biest am Töten hindern, nicht das Biest töten. Oder? Unterm Strich schon, ja. Suchen wir ihn auf. Bis dahin hoffe ich, dich überzeugt zu haben, dass Detlef kein Untier ist. Ja, ist ja schon gut. Bislang spricht jedenfalls allerhand gegen ihn. Hörst du? Der Suchtrupp. Die Ritter müssen mir gefolgt sein. Es wäre besser, wenn sie mich nicht fänden. Ich habe auf dem Friedhof Mère Lachaise Long Quartier bezogen. Treffen wir uns dort. Bis dann. Tschö. Hexer, wir kamen so schnell uns die Pferde trugen. Doch sie waren wohl nicht schnell genug.
Wo ist das Biest? Sprich! Ich bin noch dabei, diesen Ort zu untersuchen. Zieh deine Männer zurück, bevor sie alle Spuren zertrampeln. Meine Herren, wir müssen den Hexer seine Arbeit tun lassen. Der Mord an Milton darf nicht ungerecht bleiben. Das ist der auch hier. Das ist der auch tot. Auf der Spur. Quest abgeschlossen. Triff dich auf dem Friedhof mit Regis. So. Ja, wir sind, glaube ich, ziemlich fertig. Hätte er uns eigentlich auch umbringen können? Hätte Fahrradkette. Flöte, falsche Zähne. Nein, so weit sind wir noch nicht. Das brauchen wir nicht. Und hier war noch was. Eine Rehhaut. Okay, hatte das Leder. Ach ja, dann gehen wir mal zum Friedhof. Das ist aber auch schon interessant, dass der eigentlich auch Menschen hilft. Da haben die wahrscheinlich wirklich irgendwas ganz Krasses gemacht oder angestellt. Oder er kann es halt wirklich nicht auseinanderhalten. Und dadurch, dass sie den Kodex verletzt haben, wie wir ja auch schon gemerkt und rausgefunden haben, kann es natürlich sein, dass er das als viel krasser empfindet als wir. Und deswegen müssen sie bestraft werden. Wächterhose. Können wir hier dann noch hoch? Ist über was oben? Nö, vielleicht nicht. Ach, krass. So, dann gehen wir jetzt mal zum Friedhof. Ist aber weit weg. Muss man jetzt lang latschen. Long, 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 long. Aber ich überlege mir, dass einfach... Mein Herr, mein Herr! In der nächsten ein Brief für dich. Ein Brief? Von wem? Das weiß ich nicht. Ich soll ihn nur abgeben. Mein Herr, mein Herr! Ah, kleiner Mann. Da willst du wohl Kohle haben, wa? Da steht Pott bezahlt, also verschwinde. Hier, nimm Trinkgeld. Hier, danke dir. Nein, Herr, ich danke dir. Hoffentlich kann ich bald wieder zu Diensten sein. Oh, wohlerzogen, der kleine Mann. Mein lieber Freund. Wie ich erfahren habe, bist du auf dem Weg nach Toussaint. Ich hoffe, du mutest dir auf dem Weinfest nicht zu viel zu. Denn solche Strapazen können in deinem Alter äußerst nachteilig sein. Ich habe Informationen gefunden, die dich vielleicht interessieren. Beim Durchstöbern der Buchsammlung eines Kollegen bin ich auf die Erwähnung von Professor Moreau aus Beauclair gestoßen, der Hexermutationen erforschte. Das, was ich erfahren habe, ist ziemlich vage und der Ort, an dem sich sein Labor befand, ist nach wie vor ein Geheimnis. Aber sein Tagebuch sollte Hinweise zu beidem enthalten. Angeblich wurde es an seiner Seite begraben. Ich füge die Karte bei, die ich im Buch gefunden habe. Obwohl sie nicht vollständig leserlich ist, wird sie dir sicherlich nützlich sein. Solltest du in Beauclair genug von Damen, Wein und anderen exquisiten Köstlichkeiten haben, könnte diese Sache ein erfolgversprechender Zeitvertreib sein. Verfahre in der Sache, wie es dir beliebt. Deine Freundin Yennefer. Yen ist auch wieder da. Ein Professor, der Hexermutationen erforscht hat. Könnte sich lohnen, der Sache nachzugehen. Das finde ich aber sehr cool. Transformation. Komm, wir verfolgen die Quest. Nee. Brief. Nee, das haben wir jetzt schon. Ach, wir haben ja da noch einiges. Da guck an. Hinweis. Besitzurkunde. Ach ja, wir haben ja einen Besitz erworben. Ehrenwerter Gerold.
Okay, ich geh mal zurück. Mich täuschst du nicht, Hexer. Ich sehe, dass du ein Mörder bist. Das ist sehr nett von dir. Das steht mir wahrscheinlich auch ins Gesicht geschrieben. Und wir machen in der nächsten Folge weiter und freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dann. Ciao.